Wie gehst du mit Verlusten um? Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Mein Name ist Balthasar und hier auf diesem Kanal dreht sich alles rund ums Investieren und heute wollen wir mal eine Frage besprechen, die vermutlich sehr viele Menschen herumtreibt. Wir sind in einem Bärenmarkt. Niemand weiß, wann der Bärenmarkt vorbei ist. Und ganz ein wichtiges Thema ist, im Bärenmarkt verlieren alle Leute Geld. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie viel dein Portfolio im Minus ist. Pausier doch mal gerne das Video, schreibe in die Kommentare, wie viel Prozent vom All-Time-High gemessen du im Minus bist. Und wenn dich das deprimiert, ist dieses Video genau das Wichtige für dich, wo ich einmal die Verluste eines Bärenmarkts ein wenig in Perspektive setzen möchte und darüber hinaus dir einen Ausblick geben möchte, wie du aus diesen Verlusten lernen kannst. Denn der Verlust ist nur dann ein Verlust, wenn du die richtige Lektion nicht daraus ziehst. Aber zu Beginn einmal, wie viel Prozent deines Portfolios hast du seit Beginn des Bärenmarktes, also vom All-Time-High gesehen, verloren? Die erste Frage. Die zweite Frage, ich finde, die Referenz zum letzten All-Time-High ist nicht ganz korrekt. Vielleicht solltest du dich eher mit dem Vor-Covid-Niveau zum Beispiel vergleichen oder du solltest dich damit vergleichen, wie viel dein Portfolio verloren hat, bevor das ganze Gelddrucken so stark begonnen hat. Zum Beispiel vor 1, 2 oder 3 Jahren. Denn das Wichtige ist, dass wir alle nur deswegen so viel Geld verdient haben, weil wir in sehr volatile und risikobehaftete Assets, also zum Beispiel Krypto, Tech und so weiter, investiert haben, weil die Notenbanken so viel Geld gedruckt haben. Dann sind diese Werte förmlich explodiert. Dann war aber das Wichtige, wer hat Gewinne mitgenommen und wer nicht. Und nachdem du jetzt einmal kurz für dich reflektiert hast, okay, wie viel Geld habe ich verloren? Und da geht es dann prozentual von deinem Portfolio. Und dann das einmal in Perspektive setzt, wie viel Geld hast du verloren im Sinne von vor Covid, also bevor dieses ganze Gelddrucken so stark begonnen hat. Denn bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich habe jetzt natürlich aufgrund des Bärenmarktes sehr viel Geld verloren. Aber wenn ich das jetzt halt einmal in Perspektive setze zu dem Geld, das ich mit diesem ganzen Covid-Run verdient habe, bin ich immer noch brutal im Plus. Und das ist eben der entscheidende Punkt, weil du kannst weder den Boden timen, noch kannst du die Spitze, also das Top timen, das ist unmöglich. Es geht immer nur darum, Geld zu verdienen, indem du einsteigst, weil die Welle gerade passiert, dann indem du die Welle ein wenig surfst und indem du dann aussteigst, bevor die Welle vorbei ist. Nun, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, du hast sehr viel verloren, aber im Vergleich zu vor Covid bist du eigentlich noch richtig im Plus, würde ich sagen, alles in Ordnung. Hast du im Endeffekt keine perfekten Entscheidungen getroffen, aber du hast auch nicht die schlechtesten Entscheidungen getroffen, weil offensichtlich bist du irgendwann im Verlauf des Bärenmarktes aus den schlimmsten, also hochvolatilsten Assets wieder ausgestiegen, hast irgendwann reallokiert und so weiter. Das bedeutet, du hast auf jeden Fall einige richtige Entscheidungen getroffen, über die ich auf jeden Fall reflektieren würde, mir dann auch die Frage stellen würde, was war der entscheidende Grund, dass ich ausgestiegen bin, dass ich umallokiert habe, weil hier, es geht beim Entscheiden nicht immer nur um die schlechten, auch um die positiven Entscheidungen. Und wenn du das gemacht hast, wollen wir auch mal die Leute adressieren. Ich sehe das in den Kommentaren. Einige schreiben, sie haben wirklich sehr viel Geld verloren. Und das tut mir natürlich leid. Aber es geht darum, dass du jetzt, wenn du Geld verloren hast, dich in einer Position wiedersehen musst, wo du entweder sagen kannst, dumm gelaufen. Oder du kannst sagen, Moment mal, das hatte einen Grund, dass ich Geld verloren habe. Dieser Grund lag daran, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die nicht gut waren. Überleg dir mal, auf welchen Glaubenssätzen diese Entscheidungen beruhen. Das bedeutet, vermutlich hast du etwas gekauft in der Hoffnung, es würde hochgehen. Aber warum hätte es hochgehen sollen? Das bedeutet, waren deine Annahmen, mit denen du in dieses Asset reingegangen bist, korrekt? Die zweite wichtige Lektion ist, was war mit meinem Risikomanagement? Jeder aktiver Trade und wenn du über 20% verloren hast,
bist du also nicht in den gesamten Breitmarkt investiert, weil der S&P ist jetzt, glaube ich, bei minus 20%. Das bedeutet, wenn du über 20% investiert bist, bist du aktiv unterwegs. Und immer wenn du aktiv investierst, musst du ein klares Risikomanagement fahren. Das bedeutet, wenn du über 20% im Minus bist, hast du vermutlich Fehler beim Risikomanagement gemacht. Und das würde ich ganz, ganz klar überlegen. Wo waren deine Fehler? Wo hättest du aussteigen müssen? Warum bist du nicht ausgestiegen? Du musst dieses Thema wirklich reflektieren. Denn egal wie viel Geld du jetzt verloren hast, es werden sich wieder enorme Chancen am Aktien-, Immobilien-, Kryptomarkt und so weiter auftun. Aber die Frage ist, ob du, wenn du jetzt die richtigen Lektionen nicht aus deinem letzten Verlust gezogen hast, diese Chancen wieder wahrnehmen kannst. Denn es gibt nichts Schlimmeres und nichts, worüber man sich noch mehr ärgert, ist, wie den gleichen Fehler zweimal zu tun. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Momentum sich wieder verändert, bis der Bärenmarkt wieder in einen Bullenmarkt kulminiert und so weiter, bis es wieder richtig aufgeht. Das kann in einem Jahr sein, in zwei, in drei, in vier oder in fünf, ich weiß es nicht. Aber dieser Moment wird passieren. Und wenn der passiert, ist es so wichtig, dass du ganz klar weißt, Moment einmal, beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht. Dieses Mal werde ich diese Fehler nicht wiederholen. Dieses Mal halte ich mich an meine Regeln. Dieses Mal werde ich dieses Geld nicht verlieren. Kann es sein, dass du jetzt viel Geld verloren hast, aber beim nächsten Mal wirst du es besser machen, wenn du reflektierst. Und diese Reflexion ist das Allerentscheidendste, weil es gibt so viele Menschen, die schreiben jetzt den Verlust ab, schieben die Schuld auf den Markt, schieben die Schuld auf die Notenbank, schieben die Schuld auf den, der dir gesagt hat, was du kaufen sollst. Nein, nur du bist verantwortlich, dass du Verluste gemacht hast. Und solange du die Lehren aus diesen Verlusten nicht ziehst, wirst du die Verluste wieder machen. Das bedeutet, nur wenn du bereit bist, dir einzugestehen, dass du Fehler gemacht hast und dann diese Fehler reflektierst, diese Fehler verstanden hast, die Glaubenssätze ausradiert hast, die zu diesen Fehlern geführt haben, nur dann bist du bereit, beim nächsten Mal bessere Entscheidungen zu treffen, die dich beim nächsten Mal weniger Rendite kosten werden. In dieser Hinsicht, ich weiß, es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Ich weiß, es ist ein Thema, das viele Leute stört, weil man will ja nicht selber schuld sein. Und ich hätte auch, hätte ich mein Risikomanagement konsequenter betrieben, weniger Geld verloren. Ich bin immer noch zuvor Covid wahnsinnig im Plus. Aber es ärgert mich natürlich, dass ich nicht noch mehr Geld mitgenommen habe. Und das lag daran, dass ich in gewissermaßen nicht zu 100% mein Risikomanagement durchgezogen habe, sondern nur zu 80%. Und das will ich beim nächsten Mal besser machen, weil ich dann weniger Geld auf der Seitenlinie lassen werde. Also in dieser Hinsicht, gib mir gern dein Feedback. Wie gesagt, versuche dich nicht in die Opferrolle zu bringen, versuche dich nicht zu bemitleiden. Zieh deine Lektion hier raus. Du wirst wieder eine Chance bekommen. Sei geduldig, bis sich die nächste Chance aufmacht. Und dann wirst du wieder fette Renditen einfallen. In dieser Hinsicht vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.